So wird eine bestimmte Person dich vermissen, auch wenn ihr keinen Kontakt habt. Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist dein Wunsch Realität. Mein Name ist Mary, ich bin Manifestationscoach und ich helfe Menschen dabei, ihre Begrenzungen zu durchbrechen und ihre Herzenswünsche zu manifestieren. Und wenn du neu hier bist und gerne lernen möchtest, wie du mit dem Gesetz der Annahme dir schnell jeden Wunsch manifestierst, dann abonniere jetzt gerne meinen Kanal und hör dir das Video bis zum Ende an und auch die anderen, damit du weißt, was du tun kannst, um deinen Wunsch schnell zu manifestieren. Und wenn du ein bisschen extra Hilfe benötigst, wenn du möchtest, dass es schneller geht oder wenn du wissen möchtest, wo du stehst und was du verändern kannst und welche speziellen Methoden du noch anwenden kannst, um schneller an dein Ziel zu kommen, dann darfst du dich sehr gern bei mir melden und ein Coaching bei mir buchen. Ich begleite dich sehr gerne durch deinen Prozess und helfe dir, deine bestimmte Person und eine wundervolle, glückliche Liebesbeziehung mit deiner bestimmten Person in dein Leben zu manifestieren. Meine E-Mail-Adresse verlinke ich euch dafür wie immer in der Infobox. Und jetzt jump ich ins Video. Das Thema des Videos, und das wird viele von euch interessieren, ist: So wird deine bestimmte Person dich vermissen, auch wenn ihr zurzeit keinen Kontakt habt. Viele von euch fragen sich bestimmt, wie kann das funktionieren, dass meine bestimmte Person mich vermisst, wenn wir keinen Kontakt haben oder lange keinen Kontakt mehr hatten oder noch nie Kontakt hatten oder meine bestimmte Person nichts mehr mit mir zu tun haben will, keinen Kontakt mit mir haben möchte, mich vielleicht sogar blockiert hat. Wie kann es dann sein, dass meine bestimmte Person mich vermissen kann? Nur weil ich es möchte. Es gibt eine sehr einfache und sehr effektive Technik, um deine bestimmte Person dazu zu bringen, dich zu vermissen. Mehr und mehr noch, als du sie vermisst. Und diese Technik ist ganz simpel. Diese Technik ist, jedes Mal, wenn du deine bestimmte Person vermisst, dann dreh den Spieß um und mach dir klar, dass deine bestimmte Person dich gerade vermisst. Also, dass du deine bestimmte Person gerade nur vermisst, weil sie dich vermisst. Mach dir klar, ihr seid verbunden durch Gedanken. Wenn du an eine bestimmte Person denkst, dann baust du eine Art Verbindung auf. Das kannst du dir vorstellen wie so ein elektrisches Seil, ein Band, eine Connection, ein Laserstrahl, ja? Und in dem Moment, wo du deine bestimmte Person angepeilt hast mit deinen Gedanken, connectet sie sich mit dir und daraus wird so eine Art Starkstromseil. Und du und deine bestimmte Person, ihr vermittelt euch Informationen per Strom, per Energie, per Gedanken. Und das kreiert eure Verbindung, eure gemeinsame Realität. Ja? Das heißt, je mehr ihr an eure bestimmte Person denkt, desto mehr Information vermittelt ihr. Ihr seid nicht getrennt von eurer bestimmten Person, wenn ihr Impulse gegenüber eurer bestimmten Person habt, sondern macht euch klar, ihr sendet Impulse, quasi wie Informationen, Anordnungen. Und eure bestimmte Person kann gar nicht anders. Sie sendet unbewusst die passenden Signale zurück, also die passende Information zurück. Das ist dann wie so ein Stromkreis. Deshalb ist die Sehnsucht nichts, was ihr negativieren müsst, sondern ihr könnt euch freuen, weil das ist euer größtes Werkzeug. In dem Moment, wo ihr eure bestimmte Person vermisst, dreht es um und sagt euch: Oh, ich spüre gerade, wie sehr meine bestimmte Person mich vermisst. Ich kriege gerade ihre Impulse. Ja? Ich merke, dass es uns richtig zueinander zieht. Wir beide vermissen uns. Ja? Mach was Gemeinsames draus. Okay? Und sende diese Informationen rüber. Gib diese Anordnung. Du wirst sofort spüren, dass es die Energie ist, die du senden möchtest und dass es dir gut tut und du dich entspannen kannst und es genießen kannst. Ja? Also mach dir klar, ihr seid, du und deine bestimmte Person, ihr seid verbunden wie mit Strom, wie mit Elektrik durch eure Gedanken. Wenn du an eine bestimmte Person denkst, denkt deine bestimmte Person an dich. Da ist dann so ein helles, flirrendes Band zwischen euch. Ja, wie gesagt, wie ein Laserstrahl oder wie ein Blitz. Oder stellt euch das einfach vor wie pure Energie von Gehirn zu Gehirn, ja? Von Herz zu Herz. Die Impulse haben immer eine Rückkopplung. Also ihr habt
die gleichen Impulse wie eure bestimmte Person. Und eure bestimmte Person sendet euch die gleichen Impulse, die ihr sendet. Ja? Das heißt, wie gesagt, wenn ihr eure bestimmte Person vermisst, dann vermisst sie euch gerade, sonst würde es euch nicht einfallen, sonst würde es euch nicht so gehen. Ja? Ihr nehmt die Schwingung eurer bestimmten Person wahr. Und ihr könnt es direkt wieder zurücksenden und sie wird euch vermissen. Und dann könnt ihr euch entspannen und sie wird euch noch mehr vermissen, je mehr ihr euch klar seid, dass ihr euch gegenseitig vermisst. Und ihr könnt euch mehr und mehr entspannen und es genießen. Und dann könnt ihr auch eure eigene Sehnsucht genießen. Dann ist es kein schmerzhaftes Vermissen mehr. Beziehungsweise ihr vermisst eure bestimmte Person in der Form nicht mehr. Und ihr wollt auch nicht, dass eure bestimmte Person euch vermisst. Weil das bedeuten würde, ihr würdet euch nie sehen. Es geht bei dieser wundervollen Technik darum, im Moment eure Sehnsucht davon auszugehen, dass eure bestimmte Person sich nach euch sehnt und euch auch anziehend findet und es darauf hinauslaufen wird, dass ihr euch begegnet, weil es eine gemeinsame Sehnsucht nacheinander ist. Also wenn ihr eure Sehnsucht genießt, dann ist sie euer größtes Werkzeug. Das heißt, ab jetzt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ab jetzt genießt ihr es, wenn ihr an eure bestimmte Person denkt und sie vermisst. Ihr dreht es um in etwas Positives. Ihr macht euch klar, dass das die Impulse sind und das Vermissen eurer bestimmten Person, die sich gerade nach euch sehnt und an euch denkt und sich fragt, wo ihr seid. Okay? Sie, der Sender eurer bestimmten Person, peilt euch gerade an. Eure bestimmte Person kontaktiert euch, wenn ihr an sie denkt oder sie vermisst. Sie sendet Signale. Okay? Gut. Ich bin mal gespannt, wie es euch mit dieser Technik geht. Also für mich ist es sowieso ein Gesetz. Ja, ich gehe davon aus, wenn ich etwas fühle, dann fühlt es der andere auch. Es ist ja zwischen uns beiden, es kann gar nicht anders sein. Das heißt, wenn ich jemanden vermisse, dann weiß ich, die Person vermisst mich gerade genauso. Und dann geht es mir schon viel besser. Und dann genieße ich das. Und dann weiß ich, ah, wir werden uns bald sehen oder wir werden uns bald hören. Ja? Und dann habe ich auch eine Zuversicht. Das heißt, ich genieße es, wenn ich jemanden vermisse, weil ich sage, ah, da nähert sich mir jemand. Ich spüre, da ist eine Sehnsucht, da sind Gedanken, da ist so ein Drang nacheinander, sich zu kontaktieren und sich zu treffen. Und das geht der anderen, der bestimmten Person, genauso. Und dann rechne ich damit, dass die bestimmte Person einfach in mein Leben kommt, ja, die ich da gerade vermisse. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja, das war ja so und ich bin ja auch davon ausgegangen, dass das bei der anderen Seite, also bei meiner bestimmten Person genauso ist, aber dann habe ich gemerkt, es ist irgendwie gar nicht genauso. Ich vermisse sie, ich will mit ihr sein, ich will mit ihr reden, aber sie tut es anscheinend nicht. Dann sind hier vorherrschende Gedanken, eine Angst oder eine Annahme, dass eure bestimmte Person euch nicht wollen könnte. Da ist eine Überzeugung, die nicht wirklich realistisch ist. Ihr habt dann einfach zu schnell falsch geschlussfolgert oder falsche Gründe gefunden dafür, dass ihr bestimmte Signale in 3D nicht bekommen habt. Ihr habt zu schnell eben nach eurer eigenen Annahmen über euch eben geschlussfolgert, dass ihr dann nicht wichtig genug seid. Also ihr habt nicht die wirklichen Faktoren beachtet und ihr seid nicht genug in dieses Senden selber, in dieses eigene Senden gegangen, ja? Sondern ihr habt zu schnell falsche Antworten gefunden, Antworten, die negativ für euch ausfallen, ja? Zum Beispiel fällt in China ein Sack Reis um und ich sage, okay, das ist ich bin schuld. Es ist einfach passiert, weil ich nicht liebenswert genug bin, ja? Und das ist jetzt ein ganz doofer Vergleich, aber diese Art, ständig alles sofort sich zu erklären anhand von, es ist nicht so, weil ich nicht gut genug bin, das ist eine Art self-fulfilling prophecy, nennt man das, selbsterfüllende Prophezeiung. Da fällst du Schlüsse, die gar nicht wahr sind. Also natürlich musst du das aufbauen und senden,
dass deine bestimmte Person dich auch vermisst, indem du natürlich ein Gefühl zu ihr aufbaust, erstmal in aller Ruhe, ohne diese Negativgedanken. Ja, natürlich, das muss erstmal reifen wie ein Wein, bis diese Energie stark ist und immer stärker und immer verbindender wird, okay? Das Einzige, was passiert sein kann, ist, dass du dich zu früh verunsichert hast und du dir zu früh falsche Erklärungen gegeben hast und dadurch, ja, hast du dann eben aufgehört, es zu genießen, die Anziehung und Sehnsucht zu genießen mit deiner bestimmten Person. Und möglicherweise bist du auch selber nicht überzeugt und vermisst sie eigentlich nicht wirklich, die bestimmte Person, sondern willst einfach nur so sehr, dass sie dich vermisst, weil dein Ego gekränkt ist oder weil du das irgendwie als Trophäe haben willst und nicht, weil du wirklich eine aktuelle Anziehung und Sehnsucht zu deiner bestimmten Person empfindest. Ja, sondern weil du einfach nur ein positives Ergebnis haben möchtest, obwohl du dich nicht wirklich mit ihr verbunden fühlst. Und auch dann hast du dich einfach nur negativ konditioniert und willst dir immer nur wieder die Erklärung geben, dass das nicht klappt, weil deine bestimmte Person dich nicht will. Dabei wiederholst du einfach nur das Prinzip und die Energie deiner eigenen schlechten Gedanken über dich. Mach dir klar, wenn du das Gefühl der Sehnsucht und Anziehung genießt, dann ist es der schnellste Weg dazu, dass deine bestimmte Person genau das Gleiche fühlt. Dreh es einfach um, genieß die Sehnsucht, sag dir, deine bestimmte Person vermisst dich gerade und genießt auch diese Sehnsucht und mach daraus nichts Negatives, weder für dich noch für deine bestimmte Person, weil deine bestimmte Person soll dich auch nicht ihr Leben lang vermissen, weil das bedeutet, sie wird nicht auf dich zukommen, sondern genieße die Sehnsucht. Ja, geh nicht mehr in so dieses Vermissen hinein. Genieße die Sehnsucht und deine bestimmte Person wird genau das Gleiche fühlen. Fühl, wie deine bestimmte Person das Gleiche fühlt. Fühl, wenn du eine Sehnsucht spürst, dass es von deiner bestimmten Person kommt, dass es zwischen euch ist und dass es einfach so ist. Und freu dich auf das, was unvermeidlich kommen muss, nämlich, dass ihr beide das gleiche Gefühl habt, die gleiche Anziehung zueinander, die gleiche Sehnsucht nacheinander, dass ihr euch beide freut, euch zu sehen, wiederzusehen, mehr zu sehen oder kennenzulernen, ja? Und es genießt, euch immer näher zu kommen und in diese Beziehung zu gehen miteinander, in eine glückliche Liebesbeziehung, ja? Mach ein Ja aus deiner Anziehung, mach ein Ja aus deiner Sehnsucht, ein Ja zwischen euch beiden. Die Technik ist also sehr simpel. Wenn du deine bestimmte Person vermisst, wenn du an sie denkst, dann dreh's um und mach dir klar, deine bestimmte Person vermisst dich gerade und denkt gerade an dich. Und dann genieß es einfach. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Kanal. Und ja, ich freue mich über jedes Kommentar, über jedes Like, über jede Coaching-Anfrage. Ich habe so wundervolle Coaching-Sessions mit euch und so tolle Ergebnisse. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und dem ich helfen kann, seine Wünsche zu manifestieren, beziehungsweise die bestimmte Person und eine glückliche Beziehung mit der bestimmten Person zu manifestieren. Das habt ihr alle verdient und ihr habt auch verdient, zu erfahren und zu erleben, wie einfach es ist. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Mary.